Moin, herzlich willkommen hier zurück zur Donnerstagnachmittags-Sonderausgabe sozusagen vom LS17 Let's Play. Ist ja nur, weil wir am Wochenende es nicht geschafft haben, oder ich habe es nicht geschafft, genug Videos zu produzieren, dass ihr am Wochenende praktisch voll auf eure Kosten kommt. Und letzten Montag, daher habe ich dann ja vorgestern, gestern und heute jeweils eine Sonderausgabe gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind am Arbeiten. Heute Abend, 20 Uhr, bis dahin könnt ihr noch abstimmen, welche Map ihr gerne denn sehen würdet bei uns im Multiplayer. Wie gesagt, das ist nicht das einzige Entscheidungskriterium, wir stimmen intern auch ab, aber wir nehmen eure Wünsche natürlich auf jeden Fall mit, wir berücksichtigen den Wunsch natürlich mit, aber in erster Linie muss es uns natürlich Spaß machen. Es bringt ja auch nichts, wenn ihr euch eine Map wünscht und wir da überhaupt keinen Bock drauf haben, die zu spielen. Und daher, ja. Aber das habe ich ja in den letzten Folgen schon gesagt. Ich will euch damit nicht weiter auf den Sack gehen. Ja, wir sind auf der Map-Version 2.0. Habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich euch begrüße. Das ist, geht so automatisch. Ich muss mir das eigentlich mal selber anhören, was ich da so sage. Das ist echt peinlich. Sorry. Also, muss ich mal was dran ändern. So. Da ist bei, dann können wir mal 36 von auslagern. Habe ich URL schon an? War jetzt auch nicht so mega schlau von mir, hier 36 auszulagern. Aber hey, was soll's, ich hab's gemacht, ich muss da jetzt mit leben. Wir versorgen hier die Produktion von Mischfutter. Die auch fleißig läuft. Und ja, was soll ich sagen? Gucken, was hier so kommt. Auslagern. Wie viel haben wir noch? Ah, die können wir alle auslagern. Nützt ja nichts. Müssen wir unbedingt Gras machen. Und Heu würde ich eigentlich auch ganz gerne mal machen. Weil ich würde eigentlich ganz gerne mal auch das neue Lager vom Feed, was er im Kuhstall eingebaut hat. Das Ballenlager würde ich auch gerne mal ausprobieren. Mal sehen, ich bin schon ganz gespannt, was wir denn ab Freitag für eine Map spielen. Dem auch sei. Ich will mir gleich auch noch ein neues Fahrzeug kaufen. Ich habe im Urlaub ein Fahrzeug gesehen und rein zufällig habe ich genau das Fahrzeug jetzt irgendwie Anfang der Woche oder Ende letzter Woche als neuen Download von der LS Mod Company gesehen. Und da werde ich dann sicherlich gucken, ob ich das heute noch kaufe oder so, aber die nächsten Tage spätestens. Ja, ich sage noch nicht, was es ist. Aber da muss ich zuschlagen. Ach, mein Radlader hat wieder durchdrehende Reifen.
funktioniert ja blendend. Vielleicht soll ich mir einfach mal eine schöne Silagegabel kaufen dafür. So, wie viel passt denn hier bei Silage noch rein? Ja, hier sind wir genau voll, das ist doch schön. 356.000 heißt 140.000 passen da noch rein. 140.000 sind durch 5 sind, na, 20, 28. 28 Ballen. So, die hauen wir da noch rein. Und dann... Ah, nein! Falsche Richtung. Und dann sind wir hier oben, nämlich erstmal mit der Produktion, also mit den Produktionenversorgung fertig. Da müssen wir noch Wasser... Müssen wir noch machen. Aber. So, was waren das? 28, ne? Falsche Seite. Ja. 28 habe ich. Ja, ich kümmere mich gleich um den Radlader. Der nervt gerade so ein bisschen. Letzten Folgen lief er echt gut. Jetzt nervt er eigentlich nur noch. Oh, das war knapp. So, jetzt gleich die nächsten paar letzten Rundballen. Dann sind wir hier oben nämlich mit der Versorgung der Mischfutterfabrik fertig. Wir haben zwar noch so viel Mischfutter, ich bezweifle, dass ich das noch je im LS17 brauchen werde. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Und dann kümmere ich mich gleich mal um den Radlader. Dann kaufe ich mir, glaube ich, mein kleines Fahrzeug, wo ich Bock drauf habe. Jetzt müssten wir ja hier schon richtig voll sein. Oh, naja, richtig voll noch nicht. Aber schon gut voll. Mischfutter. Ja, 1 Million Mischfutter passt da rein. Ja, Hafer werde ich mit der nächsten Ernte so viel haben, dass ich gar nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich Idiot. Ich hab mich vertan. Und jetzt kaufen wir einen. Ich weiß gar nicht, wo ich das finden soll. Was unter Autos ist? Ja, da ist er. Der Gator. Da hatte ich jetzt einfach Bock. Thank you.
Aber, ja, gut. Wo ist denn die Seilwinde, die mit abgebildet war? Ist ja nicht drin. Ja, dann wollen wir mal. Motorbremse finde ich vielleicht ein bisschen heftig. Ja, aber ich habe einen Gator. Leute, was wollt ihr mehr? Ist doch lustig. Brauche ich meinen Pickup nicht mehr? Nein, klar. Aber so ein nettes kleines Fahrzeug. Zum Spielen ist das super. Zum Spielen. Palette. So. Achso. Ich habe ein Gator. Komm, ey, Spielzeug. Ich glaube nicht, dass ich den wirklich mal richtig groß produktiv einsetzen werde, aber ich finde den cool. Und deshalb habe ich mir den gegönnt. Der Kontostand erlaubt es. Und damit ist doch alles gut. So, den können wir eigentlich im Prinzip können wir den gleich hier stehen lassen. Und zwar hier. Passt das? Oh, das passt. Ja, passt. So. Jawohl, ja. Geht doch. So, liebe Leute. Wir nähern uns hier dem Ende. Daher. Verabschiede ich mich von euch.
bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, dann lasst mir einen Kommentar, oder ein Like oder ein Abo. Und wieso wächst hier eigentlich nichts? Das an. So, ja. Ja, und besucht mich bei Facebook. Stimmt noch dafür ab. Was, auf welcher Map wir spielen. Und bis heute Abend 20 Uhr habt ihr da noch die Chance. Und dann sind wir ab morgen dann im Multiplayer auf einer anderen Map unterwegs. Nicht mehr auf der Hauptfach. Mal sehen. Vielleicht wieder auf einer Friesischen Marsch. Vielleicht auf der Talbach. Vielleicht auf der, was weiß ich, Stappenbach. Es gibt 15 Maps zur Auswahl. Und ja. Oder auf der Hot Online Farm, auf der Multimap. Wer weiß es schon so genau. Wir werden sehen. Und ich verabschiede mich von euch und sage ciao.